Hallo bei BleibFitTV, deinem Magazin für Gesundheit, Fitness und Ernährung. Heute erzählt uns Ludwig, wie man die Schulter und die Brust trainiert und Katrin klärt uns über die Nährstoffdichte auf. Hallo, seid ihr auch so verspannt wie die meisten Österreicher im Schulter- und Nackenbereich? Dann zeige ich euch heute mit der Julia ein paar Übungen zur Stärkung von Schulter- und Nackenbereich. Gut, Julia. Stellen wir uns einmal auf das Band drauf. So beckenbreit draufstellen. Band bitte zusammenwickeln. Schön gerade stehen, Bauch ein bisschen anspannen und Ellbogen hochziehen. Runter und wieder hoch. Einatmen und ausatmen. Ausatmen beim Hochziehen. Aufpassen auf die Schultern, nicht die Schultern hochziehen. Wenn man die Schultern hochzieht, hat man wieder das Gegenteilige. So 10 bis 12 Mal. So 3 Sätzen. Gut, jetzt zeige ich euch die nächste Übung. Einfach Arme auf die Seite geben. So die Arme hochziehen, runter und wieder hoch. Einatmen beim Runtergeben, ausatmen beim Hochziehen. Aufpassen auf die Arme, dass die Arme nicht zu hoch kommen, weil da kriegt man Verspannungen in den Schultern. Einatmen und ausatmen. So 10 bis 12 Stück. So 3 Sätzen. Gut, Julia, eine Übung haben wir noch. Bist du schon müde? Etwas. Gut, dann setzen wir uns für diese Übung hin. Das Band da reingeben. Je enger man das Band nimmt, je anstrengender wird das Band. So, vor und zurück. Einatmen, ausatmen. Aufpassen auf die Schultern wieder, dass sie unten bleiben. Das trainiert den Schulterbereich und den Brustbereich. So 10 bis 12 Wiederholungen zu 3 Sätzen. Und viel Spaß beim Nachmachen. Hallo zum Ernährungsteil von BleibFitTV. Heute sprechen wir über Mikronährstoffe. Mikronährstoffe sind jene Nährstoffe, die zwar keine Energie liefern, die jedoch für die Körperfunktionen verantwortlich sind. Hierbei handelt es sich um Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Mikronährstoffe können als Antioxidant gegen oxidativen Stress wirksam sein. Hohe Supplementierungen von Mikronährstoffen haben aber keinen Effekt auf die Leistungssteigerung. Der Körper kann jedoch nicht zwischen synthetischen oder natürlichen Vitaminen unterscheiden. Eine hohe Supplementierung kann sich jedoch auch negativ auswirken, denn die Mikronährstoffe beeinflussen sich untereinander. Vitamine können vom Körper gar nicht oder nur sehr wenig selbst hergestellt werden. Mit der richtigen Basisernährung kann der Bedarf jedoch gut gedeckt werden. Deshalb sind Nahrungsmittel mit einer hohen Nährstoffdichte von Vorteil. Die Nährstoffdichte bedeutet die Relation der Nährstoffe zur Energiedichte des Lebensmittels. Deshalb sollte Obst, Gemüse und Grünpflanzen täglich auf dem Speiseplan stehen. Die Mikronährstoffe beeinflussen jedoch auch die energieliefernden Nährstoffe. Für die Bereitstellung der Kohlenhydrate als Energie sind besonders wichtig Vitamin B2, Niacin, Kalium, Magnesium und Chrom. Für die Energiebereitstellung aus Fette sind Vitamin B2, Niacin und Vitamin E wichtig. Um die Verwertbarkeit der Proteine zu ermöglichen, sind Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Magnesium und Zink wichtig.
Die Challenge der Woche ist es, laut Empfehlung, 5-mal am Tag Obst und Gemüse zu essen. Nächste Woche geht es dann um Sportgetränke. Bestimmt war auch heute wieder einiges Interessantes für euch dabei. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Vergesst nicht einzuschalten und uns zu liken. Bis dann, euer Bleib Fit TV Team.